Wieder Luger-Munition. Stabgranaten. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl. Scharfschützengewehr. Ich habe so das Gefühl, dass das hier eine sehr, sehr actionreiche Vorgehensweise sein wird, die wir hier vorhaben. Dort komme ich raus. Da muss ich lang gehen. Wir haben zwei Stabgranaten, Schlüssel für den Lagerraum. Was muss ich im Lagerraum suchen? Ja, mir wurde ja noch nichts gesagt. Flucht vom Berg. Einziger Weg von diesem Berg führt an einem deutschen Kontrollpunkt vorbei. Bleiben Sie in Alarmbereitschaft, da die Burg Ihre Flucht melden wird. Brauchen wir diese ganzen Waffen jetzt schon oder erst später? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich werde jetzt erstmal das Scharfschützengewehr nehmen. Das sieht mir doch schon sehr interessant aus. Mit Rechtsklick kann ich zielen. Und mit Mausrad kann ich einmal ranzoomen. Das ist doch gar nicht mehr so blöd. Die Frage ist, wenn ich mit dem Ding schieße, ist das so laut, dass alle das hören? Bestimmt, ne? Bestimmt. Scheint nochmal mehr Munition zu sein, nehme ich natürlich dankend mit. Auf jeden Fall. Alles her mit der Munition. So, Medipacks kann ich auch so benutzen, ja? Schade, dass es dafür keine Schnelltasten gibt. Das wäre schon ein bisschen geiler, würde ich sagen. Alles klar. Oh. Muss ich auch nachladen? Oh, da kam er aber schnell. Oh shit! Oh shit. Oh shit. Alles klar. Ne, also dann, alles klar, nochmal von vorne. Gut, no problem. Alles klar. Ne, dann werde ich die Waffen gar nicht erst benutzen, wenn da so viele auftauchen, nach einem Schuss schon so die Butze abgeht. Dann, dann lassen wir das mit Schießen. Ja, solange die nicht skeptisch sind, werde ich auch keine Waffen benutzen. Das ist eigentlich schon relativ klar. Wahrscheinlich brauchen wir die Waffen erst für später. Das ist bestimmt die Burg, die meine Flucht meldet. Ich muss dieses Telefon erreichen, bevor die Hölle ausbricht. Unterrichten Sie alle Einheiten von der Flucht des Herrn McDonald. Sie sollen die Augen aufhalten nach jedem, der sich verdächtig benimmt. Es gilt als wahrscheinlich, dass McDonald eine deutsche Uniform trägt. Jawohl. Was ist denn? Im Schloss gab es einen Stromausfall. Man hat nur überprüft, ob die Suchscheinwerfer noch funktionieren. Na gut, weitermachen. Heilige Scheiße. Das war vorher aber gar nicht so, ne? Da mussten wir das gar nicht machen. Interessant. Dass jetzt plötzlich hier, so was jetzt kam. Aber gut, ne? Haben wir geil abgewehrt, würde ich sagen. Der Typ hat nichts gemerkt. Wir nehmen jetzt hier wieder unsere Sachen mit. Ich werde dabei erstmal gar nichts machen. Sondern werde mir mein Scharfschützengewehr wiederholen. Und dann war's dort. Dann gehen wir ganz gemütlich weiter. Ohne dass ich eine Waffe in der Hand nehme. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Aua. Hier ist zu. Also war der Schlüssel für den Lagerraum. Alles klar. Alles klar. Gut, wir haben alles. Ne, hier ist noch was. Medipack. Noch ein Medipack. Und ansonsten ist hier nichts. Gut.
Wir gehen hier rein, holen uns hier nochmal ein bisschen Munition. Es kann ja sein, dass dann am Ende des Levels, dass dann hier die Luzi abgeht und dann Waffen auch zum Einsatz kommen müssen. Aber solange bis dahin ja hier nichts passiert, ist es ja alles halb so schlimm, ne, würde ich sagen. Oder suchen die mich jetzt schon? Ich werde einfach mal jetzt hier lang gehen. Ich weiß nicht, ob die mich, wenn die mit dem Licht auf mich zielen. Ich weiß ja nicht, ob dann was passiert. Aber ich nehme stark an, nicht, ne? Warum auch? Ich darf ja hier rein, oder nicht? Ich sag einfach mal Hallo. Mal gucken, was passiert. Wenn die jetzt schießen, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich, dass wir hier nur mit Gewalt durchkommen. Und das wird schwer. Sie haben schon aufgezuckt. Darf ich bitte Ihre Papiere sehen? Tut mir leid, habe ich nicht dabei. Unbefugtes Betreten verboten. Darf ich Ihre Papiere sehen? Tut mir leid, habe ich nicht dabei. Ihre Papiere sind nicht in Ordnung. Bitte gehen Sie. Darf ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, das ist... Darf ich Ihre Papiere sehen? Sind nicht in Ordnung. Darf ich Ihre Papiere sehen? Die sind nicht in Ordnung. Darf ich Ihre Papiere sehen? Ja, klar. Irgendwann werden die schon in Ordnung sein, ne? Gut. Ah, nee. Ich dachte jetzt, ich kann hier rum und dann kann ich an denen vorbei. Hat nicht so gut geklappt. Kann ich denn da raus? Anscheinend schon. Wenn ich jetzt hier rausgehe, komme ich da wohin? Ne, ich kann das Ding gar nicht aufmachen. Flucht vom Berg. Beim Senani, wo ihre Flucht melden wird. Was meint ihr, müssen wir jetzt machen? Papiere habe ich bis hierher keine gefunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es bei Gott nicht, wo wir hin müssen. Ich werde jetzt erstmal noch mal da hinten lang gehen. Ich kann jetzt auch nicht hier rüber klettern, ne? Nee, anscheinend nicht. Meint ihr, einer von den Typen hier hat Papiere dabei? Hallo? Lol, ich wollte nicht schlagen, da bin ich aufs Mauspad gekommen. Was soll ich sagen? Ich denke, wir werden damit Gewalt durch müssen, wa? Eine andere Möglichkeit sehe ich hier momentan nicht. Ich werde auch nicht da oben hochklettern können irgendwie, ne? Sieht mir nicht danach aus. Mir wurde aber auch nicht explizit gesagt, was ich jetzt hier genau machen soll. Ich muss einfach nur vorbei, ne? Also... Meint ihr, das Ding ist da, damit ich Deckung suchen kann? Ich weiß es echt nicht. Das ist echt verdammt schwer. Das werden Sie finden. Alter Schwede! Da sind wir aber schnell abgekratzt. Da sind wir schnell abgekratzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das geht ja, das ist ja, ging ja jetzt ganz schnell. Unterrichten Sie alle Einheiten von der Flucht des Herrn McDonald. Sie sollen die Augen aufhalten nach jedem, der sich verdächtig benimmt. Es gilt als wahrscheinlich, dass McDonald eine deutsche Uniform trägt. Jawohl. Gut. Was ist denn? Im Schloss gab es einen Stromausfall. Man hat nur überprüft, ob die Suchscheinwerfer noch funktionieren. Na gut, weitermachen. Gut, ne, dann machen wir das anders. Dann werde ich jetzt an der Stelle, wo ich gerade war, speichern. Werd dann zuerst den erschießen, der das Gewehr hatte. Und dann sehen wir weiter. Das ist echt kompliziert mit der Steuerung, die zu treffen überhaupt. Das ist schon echt ein harter Tobak.
Ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, wo diese ganzen Typen hierher kommen, weil als ich da vorher herumgebollert habe, dann waren ja hier 50 Soldaten auf einmal da. Das war schon ein bisschen merkwürdig, ne? Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie ich das genau alles machen soll. Soll ich die echt... Ist das das Ziel? Muss ich die erschießen? Du sollst da runter, Leute. Kann ich die denn nicht von hinten einfach packen? Das wäre doch alles viel leichter. Wir haben aber hier so viel Munition. Das ist doch garantiert dazu da. Wir müssen hier gewaltsam vorgehen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ansonsten macht das doch alles keinen Sinn. Ich mache das anders. Ich werde mich jetzt hier hinten verstecken. Und werde dann hier speichern erstmal. Ja. Und dann werde ich jetzt hier, von hier schießen einfach. Kann ich denn? Anscheinend nicht. Das ist der Typ mit dem Gewehr. Alter, das ist schwer. Da hinten werden jetzt noch zwei kommen. Alter Schwede! Ihr seid doch geisteskrank! Kann ich denn? What the fuck? Wie zur Hölle kann ich ein Medipack benutzen, Freunde? Das muss ich jetzt erst mal wieder nachgucken. Wie zur Hölle kann ich ein Medipack benutzen? Ich hatte das Teil in der Hand. Aber das hat da überhaupt nichts gebracht. Also das hat da überhaupt nichts gebracht, das Medipack in der Hand zu haben. Drücke die F-Taste, um dein Inventar zu öffnen. Das bringt mir ja alles hier nichts. Gesundheitspegel. Sinkt der Pegel. Bliblablub. Blabla. Ablenkungsmanöver. Interessiert mich alles nicht. Wie kann ich ein Medipack benutzen? Verdammte Kacke nochmal. Da steht hier nirgendwo. Waffen benutzen. Medikits. Da. Zum Aufbessern deines Gesundheits- gibt es deine Handfigur in die Hand und hältst die linke Maustaste gedrückt. Alles klar. Die linke Maustaste gedrückt halten. Ich probiere das jetzt mal aus. Wir haben, denke ich mal, genug da. 7 Stück. Aha. Alles klärchen. Ja gut, ihr habt's gesehen, ne? Das war jetzt schon krass. Und ich habe echt keine Ahnung. Einzige Gegner, die führt an einem deutschen Knotenpunkt vorbei. Bleiben Sie in Namen, die der Bürger für Ihre Flucht melden. Meint ihr, ich kann vorbeirennen? Ich werde jetzt einfach mal versuchen, vorbeizurennen. Darf ich Ihre Papiere sehen? Tut mir leid, habe ich nicht dabei. Sie haben Tschüss! Befugnis, dieses Gebiet zu betreten. Okay, ne, das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht.
Gut, dann mache ich das anders. Scheiße, ist das schwer. Ist das schwer? Ihr seid doch gestört, seid ihr alle. Das werden Sie büßen. Das ist natürlich wundervoll, dass die Granate nicht so explodiert ist, wie ich das wollte. Also, ihr könnt mir ja erzählen, was ihr wollt, aber das ist doch nicht der Sinn und Zweck. Das ist doch nicht der Sinn, dass ich da mit Gewalt durchgehe. Das ist doch unmöglich. Da kommen doch dann hier von da kommen 5 Stück, von oben kommen 5 Stück. Wie willst du denn da vorbeigehen? Das ist doch... Das ist unmöglich. Wie willst du da vorbei? Ich kann auch nicht mit Waffen da vorbeigehen. Da sterbe ich doch sofort. Schlüssel für Lagerraum. Toll. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich da verdammte Kacke nochmal vorbeigehen soll. Ich brauche Papiere. Meint ihr, der Typ da drin hat Papiere? Ich werde mal vorbeischauen. Das Ding kann ich nicht kaputt machen. So, Freund, du und ich. Wir werden uns jetzt mal unterhalten. So. Alarmschlag! Lol? Lol? Okay, den haben wir. Der will nicht sterben. Da kommt noch welche. Okay, das war's. Es ist mir schleierhaft, wie das jetzt hier machbar sein soll. Okay, Leute. Wir machen jetzt hier eine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder hier an dieser Stelle. Und dann sehen wir mal, ob mir was Neues einfallen wird. Und bis dahin, haut rein.